Servus YouTube, die Brüder am Start hier für euch. Die Torben und der Axel sind hier. Genau, und heute ist unser 100 Abonnenten Special am Stüsel. Ich weiß noch nicht genau, was ihr schon davon gesehen habt, weil wir haben verschiedene Challenges uns überlegt. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Rotsee. Genau. Und ich würde dann einfach sagen, den Rest seht ihr dann später, oder? Genau. Bingo! Ho, 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 ho. I got it! Servus, wir sind jetzt am Rotsee, wie vorhin schon angekündigt, und wie ihr seht, fette Landschaft. Wir haben uns überlegt, dass wir zum 100 Abonnenten Special Challenges machen. Eins das gegen bedeutet, eins hier so. Genau. Das bedeutet, dass wir. Du bist zu klein. Ja, du bist zu klein, Digga. Das bedeutet, dass wir uns halt irgendwelche Sachen rausgesucht haben, die wir machen, und wir haben vorher, wie ihr schon im Video vorher gesehen habt, so Bonusse ausgelost. Da habe ich natürlich alle drei gewonnen, war ja auch kein Wunder. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich kann dich jetzt einfach hier zerstören. Das ist ja, viel easy. Besser. Sowieso. So, auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal mit so richtig viel Glück an. Genau. Wir haben uns zwei Sachen mit Luck rausgesucht, ne? Ja, und drei mit Skill. Genau. Genau. Und deswegen würde ich sagen, ihr fangt jetzt an. Oh mein Gott, die erste Luck-Challenge, und ich würde mal sagen. Ja, wir fangen gleichzeitig an. Gleichzeitig immer. Okay, der Pizza. Eins, zwei, drei. Ja! Ich hab auch ein langes. Ja! Gut, also weg damit. Okay, oh scheiße. Oh, ich nehme einfach das rechte und das linke. Okay, alles klar. Eins, zwei, drei. Nein! Ja! Nein! Okay, egal. So, ja, dann zur nächsten Challenge. Bis gleich.
Also, uns wurde das Überthema Baumarten gesagt. Und wir dürfen jetzt halt so lange Baumarten abwechselnd sagen, bis der Erste keine Baumarten mehr weiß. Aber du hast noch einen Joker. Du darfst einmal Joker sagen und dann muss ich einfach weitermachen. Genau. Also einmal hast du das noch. Ja, einmal. Okay, ja, ich muss anfangen, weil ich verloren habe, natürlich. Fichte. Buche. Eiche. Keine Ahnung, Digga. Joker. Kiefer. Ah! Tanne. Eiche. Hast du schon gesagt? Haben wir schon? Okay, ja. Dann. Digga, nein, nein. Verkackt, Digga. Nein. Und dafür, wenn einem noch was ein. Gurke. Ich gewinne die Challenge. Egal. Du hast gewonnen, Digga. Yeah! Okay, der nächste kommt gleich. Ja, so, inzwischen hat es angefangen zu hageln und unsere nächste Challenge ist hier. Jungs, ich erkläre mal. Okay, erklär also, hier mal. Stehen 10 Dosen. Eine davon ist geschüttelt. Eine davon ist geschüttelt und wir haben keine Ahnung welche. Und wir müssen jetzt nacheinander die öffnen, die vor unser Gesicht halten, immer so und öffnen. Und einer erwischt es halt einfach. Ja. Und ich habe natürlich wieder einen Joker. Und am Ende der kompletten Challenge, also wenn. Ja, wer der am meisten halt gewonnen hat, der Verlierer. Muss halt dann in den See springen. Ja, ist nicht so geil, aber wir haben Badehosen dabei, also alles wird auch gut. Gemacht. Jetzt hagelt's richtig heftig. Ja, scheißegal, wir machen's jetzt einfach. Okay, also. Ich fang einfach außen an. Ja, Digga, wir müssen gleichzeitig machen. Okay, Joker. Gleich am Anfang, alles klar. Also ich muss jetzt beide öffnen. Er kriegt sich auf! Ich krieg's nicht auf, meine Hände. Mach näher hin! Mach näher hin! Also es ist ja eh so mal so erfrischend, wenn man sowas aufmacht. Und näher hin, näher hin. Die schäumt nur. Also, wir haben jetzt halt leider nur noch 8 Dosen, weil ein kleiner Fehler passiert ist. Aber ja. Egal, wir fangen jetzt einfach nur an, okay? Ja, so. Also. Oh, ich lebe noch. Ich lebe auch noch. So, der nächste. Los. Das ist die. Glaubst du? Ist es die? Ja. Also Axel hat verloren. Oh nee, jetzt weg. Also wir sind erst bei der vorletzten Challenge und ja, wir haben uns überlegt, dass wir da Softerschießen machen. Ja, wir haben und da hinten so eine kleine Zielscheibe aufgestellt, genau. Die steht ganz schön weit weg, muss ich sagen. Ja, 6 und 7 Meter. Weil ich krieg einen Meter Vorsprung, weil ich da die Black Ops 3 Challenge gewonnen habe. Deswegen würde ich sagen, wir fangen da gleich mal an, okay? Also. Yo. Genau, jetzt sind wir bei der letzten Challenge angekommen und da geht es ums Armdrücken. Und wer da gewinnen wird. Und wir haben auch noch gesagt, mit links, wir sind eigentlich beide Rechtshänder. Ja, weil ich habe mir leider den Arm in der Tür eingeklemmt. Gestern Abend. Ah, ja, gute Wahl. Deswegen kann ich mich mit rechts drücken und das wäre, genau, ein bisschen unfair, wenn der Axel trotzdem mit rechts drücken dürfte. Ja. Deswegen würde ich sagen, fang nur an. Oh, schieß. Ich verliere eh, also. Nee, verlierst du nicht, Digga. Mit Arm am Rücken. Ja. Okay. Also. Ready. Ah, Digga. Ah! Ah, fuck, Alter. Ah, ja! Ja! Ah!
Also, wir sind jetzt halt wieder im Auto, nachdem wir die ganzen Challenges gemacht haben, weil es ist echt arschkalt. Wir haben uns überlegt, dass wir uns noch kurz aufwärmen und dann zur Bestrafung kommen. Axel muss ins Wasser und ja, ich würde sagen, ich gehe einfach. Finde ich mega nice von ihm auf jeden Fall. Ja, es sind 4,5 Grad Außentemperatur und mal schauen, wie kalt das Wasser ist. Kalt. Wir hoffen einfach, wärmer ist die Außentemperatur. Das wäre so geil. Also, bis gleich. Servus. Rennen wir jetzt rein? Ja. Okay. Nein! Ja, wir waren gerade im See. Ist kalt. Wir können jetzt bestätigen, dass es arschkalt war. Richtig, richtig kalt. Und jetzt sind wir auf dem Nachhauseweg. Ja, wir sind gerade losgefahren. Ja. Und ich hoffe, euch hat das 100 Abonnenten-Special gefallen. Genau. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da, auf jeden Fall. Sagt mal all euren Kumpels, die ihr kennt, dass die das Video hier anschauen sollen. Und abonnieren sollen, natürlich. Und die heftigsten Idioten der Welt anschauen sollen. Ja, ist einfach so. Abonniert auf jeden Fall mal. Ja. Und ja, ich würde sagen einfach mal, lebe dein Leben. Servus. Ich nehm den Baum! Okay. Wie heißt der Kackbaum an der Sektion?